Dani Büchner wagt Ibiza-Trip mit Tochter Yada. Mensch, war das ein Hin und Her bei Dani Büchner, 43, und Ex Ernesto Monte, 46. Nach dem On-Off-Liebeschaos hat Daniela dringend eine Auszeit verdient. Und die gönnt sie sich bei einem Mädelstrip mit ihrer Tochter Yada, 16. Der Mädelsausflug beginnt holprig. Den gesamten Mädelstrip hält die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin mit der Handykamera für die Nachwelt fest. Die ersten Impressionen eher müde. Mutter und Tochter erwachen nach einer wenig erholsamen Nacht im Ibiza-Hotelbett. Komfortfaktor? Geht so. Aber nicht, weil's keine Klimaanlage gab, sondern weil Mutter Daniela das verflixte Ding einfach nicht angeschmissen kriegt. Und laut war's draußen auch noch, klagt ja das Mama. Hört sich ja fast nach Zuständen wie auf einer Partyinsel an. Nach der nicht so tollen Nacht folgt dann aber ein richtig toller Tag. Am malerischen Strand der Insel, die einst die Venga Boys besangen, wird lecker gegessen und getrunken. Dann ist Plan, schön essen, ins Meer springen, morgen wieder zurück. Halt, stopp, bevor es zurückgeht, darf einer nicht fehlen. Matthias Mangiepen, 37, der genau wie die Witwe von Jens Büchner den Partyruf Ibizas erhört. Wir lassen es heute krachen, kündigt der ehemalige Promis unter Palmenteilnehmer an. Zu diesem Zweck haben sich die beiden auch ordentlich aufgehübt. Dann viel Spaß mit dem Mann, der ganz frech klarstellt, er sei trotz leichter Ähnlichkeit definitiv nicht ein gewisser Herr E. Das wäre ja wohl auch ein schöner Schock am Ende des Mädelstrips.